Oh Leute, da wurden wieder ein paar gebannt, nicht wahr? Und damit herzlich willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking auf Überpust. Das letzte Matchmaking ist ja schon wieder einige Tage her und da muss natürlich wieder was folgen. Ist klar. Gucken wir mal, wie das Team so drauf ist. Hello Team. Hello Team. Ja, sieht gut an. Na, sagt jemand was an? Let's go. Muss der Onkel halt ansagen, ist klar, ist klar. Sehr schön, sehr schön. Another one water, he's down. Alter Verwalter, Kinderlein. Gut, ich habe den einen noch angefragt, also Team-Attack betrieben, aber das war natürlich nicht geplant, ne? Oh Leute, macht langsam, macht langsam, macht langsam. Ich hol den von der Seite. Okay, der ist down. Sehr gut, sehr gut. Das ist der Heaven. Er ist schon im Wasser. Der ist im Wasser, ne? Ja, da ist er. Das war ja schon mal eine ziemlich angenehme erste Runde. Da kann man echt nicht klagen. Mit Push sagt der eine möglicherweise. Sollen wir watchen. Ich gucke auch direkt Richtung Long. Ah, ich leg mal die Bombe weg. Yeah, one by the toilets, one is A-Long. Der eine kommt von Toilets zu mir, das heißt den A-Long. He's in front of toilet screen, wrenched. Nice. Das sind dann natürlich die Ansagen on point. Na, ist klar, ja, ist klar. Achtung, Ultra, die Smoke. Merkt euch die ruhig mal. Dann schön da hinten hin, Molin, bumm. Und dann haben wir es wirklich zackig da hingelegt, ne? Nice. So, jetzt die dritte Runde auch noch easy peasy geholt und dann wird's haarig. Ich denke, wir gehen wieder Richtung A, ja, doch. Ich habe heute Nacht irgendwie gespürt, dass mein Hals so ganz leicht anfängt rumzukratzen. Ich habe die ganze Zeit gehustet, jetzt habe ich so einen ekligen Kratzerhals. Später ist Livestream. Also für mich ist heute Dienstag, für euch glaube ich eher Mittwoch. Also dann ist für euch kein Stream, aber am Aufnahmetag heute ist für mich ein Stream. Ihr wisst ja, jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Freitag. Und ja, ich hoffe, dass ich dann schön durchlabern kann. Hier kann ich meine Huster ja einfach wegschneiden. Das hat natürlich Stil. Oh Gott, nice. Hätten geholt. Alles klar. Ich denke, dass hier gleich einer rumtänzelt. Achtung, 3, 2, 1. Und doch nicht. Ja, ja, mit Deagl auch noch. Ne, es war eine. Pick mir schon mal die P. Was, eine P2000? Kid. Ich dachte, er hat eine 5-7 oder sowas gehabt. So, jetzt wird es spannend, denn die haben gekauft. Oder sie können kaufen. Ich drop ihm mal was und hol mir eine AK. Diese Runde ist jetzt sehr entscheidend. Wenn wir die auch zermürben, dann sind sie echt psychisch leicht angeschlagen. Das ist jetzt ihre Kaufrunde, dann müssen sie eigentlich was reißen, die Jungs. One long. Keine Ahnung, was er hatte. Eine AWP vielleicht oder doch nicht. Oh ja, war eine AWP und da ist sie down. Sie haben jetzt schon ihren AWP davon. Let's go, ey, guys. Das ist bitter. Ich denke, dass noch einer in Toilets steht. Hier direkt close irgendwo. Hier hinter dem Teil. Purple, guckst du mal bitte? Nein, da guck nicht. Ich smoke mir hier mal, dann kann ich direkt planten. Dann hätte ich Molly da hinten. Ich nade da in Bank rein. Ich werde angeschossen. Von wo? Keine Ahnung. I'm gonna plant. One is on spot. One is near bomb. Cover me, please. Okay. Bomb ist durchgeplantet. Hat funktioniert. Jawohl, nice. Das hier sind beide down. Leute, passt lieber hinten auf. Die Connector-Schweine sind überall. Okay. Krass. Haben die A so halber gestackt? Unsere Smoke-Action war halt ziemlich krass, ne? Da konnten sie gar nicht so arg viel machen. Man hat es gemerkt, der hat auf mich geschossen, während ich gelegt habe. Wie kommt es eigentlich, dass ich schon wieder jede Runde die Bombe habe? Immer. Wer schmeißt sie mir da ständig zu? Warum wollt ihr die Bombe nicht haben? Solange sie die Bombe jemandem zuschmeißen, ist es ja auch noch in Ordnung. Aber ich will nicht, dass sie die einfach wegschmeißen, so wie wir es letztes Mal hatten in einem Team, wo die Bombe tatsächlich weg war, also am T-Spawn gelegen hat. Und das hat keiner gemerkt. Das ist dann höchst ärgerlich. Weiß nicht, warum man sowas macht. Vor allem bin ich im Endeffekt dann doch der ganz vorne am Start ist und halt plantet. Und das ist maximal einer noch bei mir. Das heißt, eigentlich sollte ich die Bombe gar nicht zwingend haben, wenn ich dann noch frei mache auf dem Spot. Toll, let's down. Keep swarming with bomb here, let's go. Geil, geil, geil. Das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut. Das Team ist auch echt edel. Trust Factor, ihr wisst Bescheid. Water, water, water. No! Ach, kommt, Leute, bitte! Eben lobe ich sie noch, wie gescheit sie sind. Und dann gehen sie nicht an diesen einfachsten Spot, an dem man gucken muss, wenn jemand plantet. Naja, gut, das ist jetzt dann nicht zwingend eine Charakterschwäche, obwohl. Doch. Aber ihr wisst, was ich meine mit gutem Team und hin und her, ne? Mit denen kann man reden. Die denken teilweise mit. Ist schön. Ich denke, meine Matchmaking-Matches und meine Overwatches zeigen im Moment, dass der Trust-Faktor doch einiges am Fuhrwerken ist. Es arbeitet im Hintergrund, es funktioniert. Nicht für jeden, nicht immer. Nicht grundsätzlich. Aber es ist schon deutlich besser als früher. Überlegt mal, wie oft wir jetzt schon Cheater hatten, die zusammen in einem Spiel waren, wo wir zwei im einen Team und zwei im anderen Team zum Beispiel hatten. Der Trust-Faktor macht es möglich. Die werden zusammen gequeued. Ihr habt schon gesmoked, sehr gut. You can plant purple. You got a bomb. Pull play! Come to me. Alle fünf, wie wir da stehen auf dem Spot. Wahnsinn. Okay, die haben sich einfach komplett versteckt. Die sind weggerannt mit allem, was sie hatten. Es waren drei Stück, die es nicht versucht haben, zu uns zu kommen. Das ist hart, oder? Also bei dem 3 gegen 5 kann man schon noch was heißen, auf jeden Fall. Es braucht ja nur einer, zwei zu holen, schon passt's. Aber naja, was soll's. Und schon wieder wurde mir die Bombe in den Schoß geworfen. Ich leg's jetzt aber auch nochmal kurz weg, weil ich hier auf Long schaue. Ich flash kurz hin. Da muss doch langsam mal einer aggressive kommen. Alt, one is A-Long. Hat er eine AWP? Keine Ahnung. Keine Lust von der AWP weggesnackt zu werden. One more A-Long. I think, no. Yeah, he got off, one. Shit, 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 doodle. Wow, wow, wow. Behind, guys. Ja, abgefackelt. Scheiße, scheiße. So, schauen wir mal. Na.
Ah. Fuck! Da hat er mich gefickt. Oh, wow, wow. Aber ist es nicht normal, dass man eigentlich bei einem R-Rush hier auch so ein bisschen den Connector guckt, also dass man einen stehen hat, der immer grundsätzlich so ein bisschen nach hinten schaut, denn es ist ja nicht selten, dass da, oh Gott, einer von Connector dann durchgeht und auf A-Short rennt und von hinten die Tees pusht. Und dann noch mit einer P90. Das ist halt schon echt bitter. Ich habe noch nie erlebt, dass beide City-Spieler hier über City hochgehen. Es ist immer mindestens ein Connector-Spieler, der dann von hinten nachschiebt. Später schmeißen sie die Bombe rum. Warum? Jetzt habe ich sie schon wieder! Die ist eben von drei Leuten zu mir gewechselt. Na, du Lurch, du kleiner Verschissener. Na, er klaut mir den Kill! Nice. His truck. Oh. Die Flash kam ja echt perfekt und ich dösbattle hier auch noch ran. I go for man. Und sie liegt. Ah, shit. Jetzt haben wir vier Runden hintereinander gedrückt bekommen. I go bank. Schakalaka, Leute, Schakalaka. Ich denke, bei City holen wir sie eh dann komplett ohne Gegenwehr. Aber es wäre schon schön, wenn wir hier noch den Rest voll machen würden. Ist on spot. Nice, thanks. Help. Nice. Oh. Ah, wir beide. Oh. Da holt er den Refrag. Er hat eben zwei oder drei auf einmal geholt, der Lurch. Ich war gerade am Planten, ich konnte eh nichts machen. Aber hey, solange der Teamsieg dann wenigstens die Runde reinkommt, passt alles. Ah, die Bombe liegt hinten, Jungs. Wer im Besitz seines Verstandes macht sowas? Links stehen deine vier Mitspieler. Du stehst hier und du schmeißt die Bombe weg. In die andere Richtung, da wo niemand ist. Wer macht sowas? Ich bin behindert. He's down. Okay, I go away then. Nice. Die einzige Sache, die mir echt nicht gut am Trust-System gefällt, ist, dass wenn man zusammenspielt, also eine Pre-Made-Lobby hat, egal ob es zwei oder vier Mitspieler sind, dass dann der schlechteste Trust-Faktor genommen wird. Das ist kacke. So passiert es dann, dass eigentlich gut getrustete Leute in Cheater-Lobbys kommen. Und das ist ein bisschen, ja, naja. Party's down. One long. Hat der mich weggedrückt? Da war, oh. Ah, gerade guckt er weg. Na komm, 6-9 geht auch, geht auch. Habe ich schon ausgeführt jetzt mit dem Trust-Faktor. Ist halt ein bisschen kacke, dass man sich da praktisch in Gefahr begibt, dann doch mit Low-Faktor-Leuten zusammengewürfelt zu werden, also im Gegnerteam und dann möglicherweise eben Smurfer am Start hat oder Cheater. Das ist nicht gut durchdacht, das ist nicht gut durchdacht. Natürlich wäre es auch nicht gut, wenn der höchste Trust-Faktor immer genommen wird, weil dann könnten sich ja auch Cheater einfach mit einem sehr gut getrusteten Mensch zusammenhocken und dann, Shot-Two. Und schon sind sie mit im Spiel. Das ist halt kacke. Direkt mit dieser ersten offiziellen Nachricht, die Steam gebracht hat, dass dieser Trust-Faktor jetzt eingeführt wird, wieder funktioniert und so weiter, haben schon viele gesagt, cool, aber ich glaube, da muss ich Freunde löschen aus meiner Liste. Und das ist nach wie vor irgendwie kein, ja, das ist nicht gut. Ich meine, an sich ist es ja, wenn man es hart sieht, eh kacke, wenn ein Mate von dir cheatet, dann sollte man nicht mehr mit ihm befreundet sein, weil, ja, es ist halt einfach so, nur geht das Trust-Level dann nochmal ein bisschen weiter, beziehungsweise es ist viel feiner. Es unterscheidet ja dann auch unter Nicht-Cheatern mit einem riesigen. Wo geht das? Ja. Auf einer riesigen Skala. Leute, was ist hier los? Easy Win, Easy City Maps, 100%. What the fuck? So, wir stecken jetzt zur P, weil jetzt kommen sie höchstwahrscheinlich auf der P. Mann, wir müssen bei City eigentlich ultra reinkloppen. Nice, jetzt geht's doch. Belongs clear. I'm rotating. Shot. Oh, Jungs und Mädchens weit und breit kacken auf Scheißigkeit. Also ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich hoffe, dass sie jetzt versuchen, auf B zu gehen, denn ich habe einen Molotov-Cocktail, den ich ihnen ins Gesicht schmeißen will. Was sind das für Lurchis? Belongs still clear. Ah, scheiße, sie haben schon geplantet. Aber unsere A-Leute sind noch irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie zu spät fragen nach Backup oder... I got the fuse, I got the fuse too, nice. Nice. Sorry. Nice try. Keine Absprache, scheiße. Ich höre nur long, gehe hin und der Mate ist da auch. Und dann war der von Short nicht gedeckt, fuck. Von den Punkten her bin ich schon zufrieden. Ob es jetzt ein Lose oder Win wird, ist mir eigentlich... 50 plus Punkte sind immer nass. Aber das muss doch eigentlich ein easy Win werden, also bitte. Jetzt müssen wir halt vielleicht mal 3 auf A spielen, beziehungsweise dann kommen sie B. Und B ist irgendwie ekliger zu halten, finde ich. Ich finde halt dann alle kommen, wenn man nur zu zweit ist. Dann lieber auf A nur zu zweit sein, da kann man sich voll geil zurückziehen und es ist halt irgendwie einfacher. Also sobald einer stirbt, gehe ich jetzt... Okay. Nice.
Oh, was für eine edle Eco, meine Kinder. Uhuhuhu. Ich denke, dass da jetzt vielleicht mal endlich ein Vigo kommt. Und jetzt schön reinmollen. Die sind doch jetzt nicht schon wieder nur auf A. Hopp, das sind verreckte A-Gänger. Nice, sehr gut. Nur noch drei. Nice, nur noch zwei. Nur noch einer. Da hat er sich jetzt aber eben Kills geholt, der Boy. Drei oder vier? Aber trotzdem ist der Bombenplanter und Bombendiffuser ganz oben. Aber das kann man mir auch wirklich jetzt nicht negativ irgendwie, ja, unter den Rock reiben. Wenn sie mir wahrscheinlich die Bombe zuschmeißen und ich dann halt damit die Runde holen muss. Dafür kann ich ja nichts. One long, he's coming, he's half HP. Oh! Ah, da ist immerhin schon mein Assi. Ja, yeah, nice boys. Was lerne ich daraus? Nicht so close gehen. Nicht immer gucken, ob da welche sind oder nicht. Schön oben bei den Barrels bleiben. Oh, mein Molly war ja wirklich krass, ne? So, schön gesmogelt. Und jetzt warten wir ab. Er holt jemanden. Ich fasse es nicht. Der Big Stark Leiter. Ja, nice, nice. Da haben sie ihn niedergehuntet. Der Fackelberry hin haut echt ordentlich rein. 27 Kills. Die killen sich gegenseitig, alles klar. Also auf B ist echt langweilig. Kein Wunder, dass der andere so viele Kills machen konnte. Auf B kommt ja nie was. Das war jetzt eine einzige Runde, wo eine Wutz auf B kam. Ich gehe mal zu Orange, halt nämlich die Bombe. One shot, he's close. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Weil Orange da rumgelaufen ist, dachte ich, dieser Bereich wäre so mittelmäßig frei, aber er war in Toilets drin. Ja. Jetzt bin ich wirklich sehr auf die Ranks gespannt. Die Mates scheinen ultra high-skilled zu sein, also so wie die auch schon callen und so weiter. Ach, jetzt geht er auf meinen Spot W, die kommen jetzt hier echt lang und er holt alle Kills. Grün ist jetzt hier auf B, ne? Grün ist jetzt hier auf B. Das heißt, alle Gegner kommen jetzt auf B, oder? Oder, oder? Oh, nimm mal diese Mautkontrollen. Spielen mit. Oh, fuck. Hihi. Ein HP! Oh mein Gott! Mein Lackmoment des Jahrhunderts und dann diese Lache. Aber merkt ihr genau darum, schmeiße ich immer diese Granaten. Was habe ich dem anderen gegeben? Warum habe ich noch einen Assist bekommen? Nice Game. Jetzt will ich aber die Adler sehen. Na? Ich denke noch zwei solche Spiele und dann ist der Adler bei mir auch wieder da. Mal gucken, wie es heute Abend in den Vier Games läuft. Wie gesagt, für mich ist jetzt noch Dienstag heute. Heute ist Dienstag für mich. Bei euch ist es Mittwoch, wenn das Video online kommt. Und darum ist heute auch wieder Stream. Schönen Daumen nach oben geben. Es ist ähnlich gesund wie jeden Tag einen Apfel zu essen. Ja, das ist so.